Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir machen jetzt weiter mit den Fragezeichen hier unten auf der Karte. Ich habe übrigens gerade mal geguckt. Wir haben ja jetzt so den Bereich hier größtenteils gemacht. Und das hier so ein bisschen. Uns fehlt also nur noch das alles. Das alles. Und ich denke, hier fehlt auch noch was und hier fehlt auch noch ein bisschen was, denke ich mal. Und wahrscheinlich hier auch. Ach so, und hier natürlich, ne? Und hier, und ich weiß nicht, wie weit es bis hier geht. Und ich weiß nicht, ob das auch noch dazu gehört. Und das hier oben. Also, wir sind noch nicht so furchtbar weit. Wir reisen jetzt erstmal zum Flüchtlingslager und kämpfen uns von da aus hier diese 6 Fragezeichen runter, eventuell noch das da, und machen dann noch die letzte Aufgabe der kleinen Schlägerei, bevor es an den Endgegner geht. Ja, der Endgegner ist ja, glaube ich, irgendwie der Lageranführer oder so. Plötze, kommen Sie mal her. Hätte ich vorher... Ja, geht so. Naja, also wenn ich sie nicht pflegen würde, vermutlich schon. Würde ich sagen... Dahin möchte ich gerne. Unehre, wieder 2, also immer noch 2 Marker. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, welches Flüchtlingslager das hier war. Bestimmt irgendeins, was wir von Piraten gesäubert haben. So. Ah, hier sind wir, okay. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber nicht gut aus, aber das sind freundliche zum Glück, oder? Ja, was heißt freundlich? Es sind zumindest keine Feinde. Okay. Gar nicht verbuggt oder so, alles cool. Ich könnte vorher mir mal nochmal die Waffen schärfen. Genau. Und dann könnte ich nochmal gucken, ob irgendwas kaputt ist. 86, 63, 86, 63. So. Besser. Glaube ich. Und dann könnte man noch meditieren. Ein Stündchen. Ich musste echt mal, glaube ich, einen neuen Alkohest kaufen. Ich glaube, ich habe da echt nicht mehr viel von. So, kurz mal gucken, wo ich hin muss. Okay, wir sind fast da. Wir müssen also der Straße folgen und dann nach rechts. Weg. So, was ist hier? Wir haben lange keinen Monster-Baum mehr gehabt. Servus, die Freunde! Kannibale, what the fuck? Okay, Kannibalen. Der Kannibalen-Häuptling. Was hast du für eine geile Waffe, Alter? Ja. Die waren extrem schwach, muss ich sagen. Da war ein bisschen Alkohest mit bei. Ehre. Okay. Das war ein kurzes Vergnügen, Freunde. Genius, absolut Ehre. Okay. Das war ja ein sehr kurzes Vergnügen. Ich würde sagen, wir gehen mal dahin. Plötze, sei doch einfach noch weiter weg, bitte, nächstes Mal. Oh, warte mal, hier ist noch ein Kannibale. Au. Einfach One-Hit, Alter. Schlitz! Was sind da für Viechers? Ein Trunkener und noch ein Kannibale liegt hier. Trockenen Hirn ist gut, brauche ich ja für Schwalbe unter anderem. Schneller. Nee, also so schnell, so eilig habe ich es gar nicht, Geralt. Was ist denn das hier? Das sieht mir doch wieder nach einem. Das sind immer noch Kannibalen. Was ist denn hier los? Was sind denn hier so viele Kannibalen? Das sind die Umbringer.
Und die sind vor allem mega schwach, also warum sind hier auf der Karte so schwache Leute? Ja, will ich nicht. Ist da noch irgendwo einer? Ich dachte, ich hätte hier noch einen auf der Karte gesehen, aber scheint nicht so. Ach, das ist nur ein Blümchen, okay. Ja, komm, Fick ertrunken, habe jetzt keine Lust drauf. Meine Güte. Looten wir erstmal das Dorf hier. Ich dachte, das ist so ein Ort, wo die Leute zurückkommen, aber scheinbar nicht. Ich meine, hey. Sieht scheiße aus. Sieht echt nicht so angenehm aus. So. Verbesserter Sattel. Ist der besser, als der, den unser Pferdchen hat? Wo konnte man Sattel finden? Da. Plätze. 25. Der ist ja genauso scheiße wie unser. Okay, das ist der gleiche. Aber Scheuklappen hat er noch gar nicht. Hat sie noch gar nicht. Meine Güte, ist ja eine Pferdin. Ja, ich gehe mal davon aus, die haben nur Stöcker gehabt, ne? Und Rasiermesser, von denen ich nicht mal weiß, wo sie sind. Die sind wahrscheinlich schwer. Sollte die wahrscheinlich mal wirklich da sind, so. Ja, die wiegen wirklich was. Sollte ich wahrscheinlich mal loswerden. Angeln. Die machen ein bisschen was. Okay, also ich weiß halt nicht, so Bärenfell und sowas, die kann man wahrscheinlich zu Leder verarbeiten, aber brauche ich das oder ist das komplett nutzlos? Ich habe halt legitim keine Ahnung, bevor ich es wegschmeiße, behalte ich sowas lieber, bevor ich es irgendwann brauche und mir dann so denke, so, ja, ich habe keine Ahnung, was das gibt. Okay. Komm mal her, Plätze. Wir machen jetzt das Dorf. Da sind hier weiter hin nur Kannibalen irgendwie. Warte mal. Oh. Irre. Darf ich bitte aufsatteln? Danke. Los, los. Hör auf, Mistviech. Gucken wir mal. Ja, da lang ist okay. Dann gehen wir von hinten ins Dorf. Nein. Banditenlager, Kannibalen wieder. Ja, okay. Hier ist hier eine Missgeburt, du Wichser. Da ist auch noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Also ich muss sagen, diese Kannibalen sind echt lächerlich schwach. Also sind halt überhaupt keine Herausforderungen, ne? Oh, shit. Da haben sie sich wohl gerade ein kleines Mahl zubereitet, ne? Gut, durchsuchen wir mal hier. Okay, Haufen Scheiß. Achso, anzünden könnte ich das, okay, ja, ne. Oh, da liegt so ein bisschen Menschlein. Also, lass mich das bitte aufnehmen. Danke. Ein Püppchen. Ja, und da lag ja noch, Das Blut ist sogar noch feucht. Das soll jetzt was heißen für uns? Begreife ich nicht. Also, warum konnte ich den untersuchen? Er wird mir auch immer noch angezeigt. Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, wir machen die nächsten Sachen. Wir sind ja erst bei 10 Minuten. Okay, dann sind noch ein Silberstaub hier. Cool. Gut, da oben steht einer. Der hätte wahrscheinlich die anderen warnen sollen, wenn ich von vorne gekommen wäre. Nice, Alkohest. Ehre. Gut. Ja, der hat uns ja nicht so viel entgegenzusetzen.
Okay. Schönes Lager nochmal geklärt. Dann reiten wir mal weiter nach da. Hier war also so ein bisschen die Kannibalenecke. Oder ist hier weiter wahrscheinlich die Kannibalenecke, würde ich mal schätzen. Sätze. Komm her, alter Klepper. So. Reiten wir doch mal da hinten in die Ecke. Stopp. Ah, okay. Der Weg führt weiter da lang. Gut. Ich denke, dass wir hier auch noch mehr Sachen hier in die Richtung finden werden, aber wahrscheinlich erst, wenn wir irgendwelche Anschlagplätze noch angucken. Noch ein Banditenlager. Lass mich raten. Kannibalen? Das sind mega viele, ne? Fuck you, ist das Mistvieh stark, Alter! Spiel! Danke, meine Fresse. Also das mit dem Speichern war das Spiel echt nicht so geil, muss ich sagen. Set. Komm mal her, du Scheißviech. Ich möchte jetzt aufschlitzen. Okay, das ist eine Nummer zu stark für uns, aber könnten wir machen. Nur sehe ich da einen Sinn drin. Ist halt viel Zeitverschwendung, ne? Weiß ich noch nicht. Sehe ich da einen Sinn drin? Eigentlich schon. Eigentlich hätte ich Bock, die jetzt wegzuschlitzen. Das dauert halt einen Augenblick, ne? Gut, Part wird heute überzogen. Habt ihr mich überzeugt. Schlitzen wir die mal ein bisschen weg. Habe ich irgendwas, was ich auf meine Klinge schmieren oder würfeln kann? Also im Endeffekt sind das ja auch ertrunkene Tote, denke ich mal. Ich habe Ausweichen gedrückt, aber okay. Ah, shit, here we go again. Wie schmeckt dir das Silber? Meh. Okay. Habe ich irgendwas, um das auf meine Waffen zu schmieren? Ausdauerregeneration im Kampf. Ich habe Bomben. Ich habe nichts, um es drauf zu schmieren, ne? Aber ich habe ja Runen, ne? Was ist das hier? Igni-Zeichen-Intensität, Hart-Zeichen-Intensität, Irden, kleine Axi, Ren, Igni, Axi. Okay. Das macht immer nur die Zeichen-Intensität ein bisschen besser. Okay. Sehe ich jetzt gar nicht mal so sinnvoll, muss ich sagen. Kann ich irgendwas davon ansehen, was besser ist als meins? Okay. Dann würde ich sagen, probiere ich es jetzt einfach nochmal. Na, komm her. Schlitz dich. Komm, noch so ein Scheißvieh, oder was? Nee, okay, komm, gegen drei lege ich... Nee, mit drei lege ich mich nicht an, das macht keinen Sinn. So. Wir ignorieren die also. Haben die Fähigkeit, um mich einzufädeln, oder war das ein Bug?
So, Abfahrt. So, was ist denn da in der Ecke? Ah. Nichts, okay, cool. Warum sind da so viele von diesen mega starken Viechern? Also sie sind halt entspannt irgendwie 4 Level, nee, 6 Level über mir? Ah, 5 nur, okay. Mensch, nur 5 Level über mir, ist ja fast ein fairer Kampf, würde ich sagen. Ja, gut. Also die mache ich offensichtlich nicht oder erst später. Laufen wir doch mal hier lang. Ich muss sagen, ich finde, dass Schwalbe zu kurz anhält oder zu schlecht ist. Cool. Mhm. Gegen den ich auch überhaupt keine Chance habe, würde ich behaupten. Speichern wir vorher. Ne, ein Gruftweib ist das. What? Die one-hittet mich, klar. Gut, greife ich also nicht an, ist ein bisschen stark für uns. Bye, have a great time. Gucken wir mal kurz nach, was noch ist. Das da unten. Da muss ich einmal hier so rum und da unten hin. Das sollte relativ easy tatsächlich sein. Weil es ja unter Wasser ist. Und unter Wasser ist es, glaube ich, egal wie stark die Gegner sind, wir one-hitten die immer, sobald... Pferdepanik geht einfach übel hoch, Alter. Sobald... Unter Wasser ist, one-hitten wir, glaube ich, mit der Armbrust immer. Egal welches Level. Wäre zumindest wünschenswert, das wäre sehr cool. Ich reite aber mal straight. Warte mal, hier habe ich noch nicht erkundet. Ach stimmt, ich bin dann auf die anderen Viecher gegangen, weil ich dachte, ne, irgendwie so. Gönn. Gönn. So. Kurfweib brauchen wir jetzt nicht markieren, das ist ja markiert. Und ich kann ja eh nicht mehr markieren, weil sich das Spiel denkt, nö, 9 Markierungen muss reichen. Wem auch immer 9 Markierungen reichen, wenn wir mal kurz ehrlich sind. Da hinten ist ein Schiffchen. Das leihen wir uns mal aus, würde ich sagen. Das leihen wir uns auch alles mal aus, würde ich sagen. Gönn. So. Denn wenn wir da hin wollen, müssen wir auf jeden Fall das Schiffchen benutzen. Oder wir schwimmen halt 6 Tage lang. Das kann natürlich auch funktionieren, aber habe ich keine Lust drauf. Gönn. Ich muss sagen, ich achte teilweise zu wenig drauf, was in den Kisten drin ist. Da hinten war das, wo man hin musste, ne? Genau. So, und dann los. Sind da Gegners? Da sind Gegners. Und scheinbar auch gar nicht so viele. Ich sehe 2. Ich möchte speichern, dann möchte ich ins Wasser. Okay, schade, man kann nicht auf die Kisten stehen. Das wäre sehr lustig gewesen, in meinen Augen. Spaß die. Ich muss weiter. Lange Reise. Was? Ach, du hast das Ende der Welt entdeckt, kehre um. Ja, okay, ich wollte auch gar nicht weiter. Okay, scheinbar sind die Sachen außen, von denen ich gesagt habe, ja, könnte ja auch noch dazugehören, gehören nicht dazu. Ich sehe hier ehrlich gesagt auch nicht so viel. Könnte also scheiße werden. Wenn ich ehrlich bin, da ist eine Kiste. Mit einem Haufen Scheiß drin, aber das ist noch nicht alles. Da ist ein Hexerzeichen, habe ich das gerade richtig gesehen? Geralt. Hallo. Kannst du dich untersuchen, kleiner Spaßfakt? Alter, die Steuerung unter Wasser ist ja kompletter Krebs, ey.
So, kurz noch ein bisschen Sauerstoff tanken und dann nochmal runtertauchen. So, und jetzt würde ich gerne hier untersuchen. Da. Ja? Da. Ihr hört das, ne? Ich drücke da drauf. Geralt möchte das nicht untersuchen. Das ist sehr schade. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was man da rausfindet. Und ob das der Sinn und Zweck des Ortes hier ist, weil... Ich kann mir schon vorstellen, dass das damit was... Ich kann übrigens nur so gucken. Den Bereich kann ich angucken. Sobald ich oben bin, geht's wieder. Kann für meinen Geschmack übrigens nicht lange genug tauchen. Vor allem... Irgendwie der übelst krasse Hexer einfach kann trotzdem nicht so wirklich lange tauchen. Naja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden sie wahrscheinlich nicht drauf trainiert, also ist es wahrscheinlich nicht mal unlogisch, dass er das nicht kann. Da ist noch ein bisschen Scheiß. Alkohol, bisschen Scheiß. Ich bin überladen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine gute Idee. Unter Wasser. Ich weiß nicht, ob ich dadurch jetzt langsamer schwimme, aber vielleicht verbrauche ich mehr Sauerstoff. Nee. Kann ich bitte hoch? Ich kann meinen Blickwinkel so ändern. Nicht weit. Gut. Haben wir erkundet den Ort, auch wenn da irgendwie noch ja, ein Hexerzeichen der Wolfsschule ist, was wir nicht erkunden können. Also was wir nicht angucken können, so. So. Dann würde ich sagen... Wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Da oben, okay. Das heißt, ich möchte mal dahin reisen. Dann rufen wir uns da plötzlich. Hier sind Drachen, kehre um. Bitte weg. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hier hinzusegeln. Da sind Level 7er Banditen. Okay. Soll ich jetzt nicht so das Problem sein? Ich kann halt nur nicht rennen. Hier ist übrigens nichts auf der Karte, möchte ich mal anmerken, ne? Stirb! Gönn. Gönn. Ich muss also wieder mal verkaufen und... Ich wollte ja noch den Schläger, also die Schlägerei machen, die kleine. Au. Okay. Plötzlich, warum kommst du aus dem Wasser? Komm mal her, Schnuckel. Lass mich bitte aufsteigen, danke. Und dann möchte ich zu dem Lager. Wir reiten mal wieder an dem Gruftwald vorbei, was einfach Level Ja ist. Hat also Fragezeichen als Level. Wir wissen es also nicht mal. Was ich schon als ziemlich krass empfinde. Dann gucken wir mal kurz, ob ich da verkaufen konnte. Ich glaube aber nicht. Ich meine, das ging da nicht. Warum auch immer. Also hier war gar nichts, okay. Ach, das war... Ja, okay, ich weiß wieder, was das war. Dieses Ding ins Lager. Nicht Banditen, Kannibalenlager, genau. So. Ich würde sagen, wir reisen mal kurz nach Schwarzzweig, gehen zu unserem Lieblingshändler. Falls er wieder Geld hat. Verkaufen. Und gehen dann nochmal eine Runde Schlägerei machen. Dann sollte ich aber auch wirklich genug gemacht haben für den heutigen Part. So, unser Lieblingshändler steht leider 5 Meter weit weg. Das ist doch mein Lieblingshändler, oder? Warum steht der... Nicht hier? Also hier steht eigentlich mein Lieblingshändler. Meditieren mal bis... Es ist übrigens 13 Uhr, ne? Es ist komplett dunkel. Alles geht ab.
Ja, irgendwie ist unser Mate hier weg. Schade. Gut, dann gehen wir mal zu dem Schmied da hinten hin. Der ist halt am Arsch der Heide. Mit dem konnte ich übrigens das letzte Mal wieder reden, nachdem ich kurz gerastet hatte. Ganz seltsam. Kein Fan davon, dass die Leute nicht immer da sind. Was denn? Ja. Nicht. Gut. Bei dem kriege ich halt nur 48 für den Scheiß, was echt wenig ist. Bei dem anderen kriege ich 150 dafür. Daran richte ich halt so ein bisschen meine Preise aus. Ne, warte, das ist das. Und dafür kriege ich auch hier 150. Okay, dann ist es der gleiche Preis. Gott, wieso haben wir so wenig Platz aktuell? Okay, wir haben von dem ganzen Scheiß auch relativ viel dabei, was alles relativ viel wiegt und relativ viel auch wert ist tatsächlich. Sehr schön. Kann ich wahrscheinlich alles noch deutlich besser verkaufen, aber drauf geschissen jetzt erstmal. Junge hat ausnahmsweise sogar mal 2.500. Ein Gold oder noch? Ehre. Wir haben 87 von 120 Platz. Einmal sortieren. Gucken, ob er irgendwas Wichtiges hat. Hat er nicht. Abfahrt. 3. Hast du. Ich wollte 4 drücken, ne? Ja, ich wollte 4 drücken, nicht 3. Okay. Warum ist unser Mate nicht da? Ich mag den gerne. Ja, komm halt die Fresse. Köstliches Fett. So, dahin möchte ich. Aber da habe ich keinen Wegpunkt hin, sehe ich gerade. Okay. Dann machen wir das doch wohl erst beim nächsten Mal. Und reisen da vom Maulbeertal hin. Da potte ich nochmal kurz hin und dann reisen wir runter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich wollte eigentlich die Übergang nutzen. Tschüss!